So, willkommen zurück zu Let's Play Bully. Wir müssen mal wieder schlafen, da wir das, sag ich immer, irgendwie immer so speichern, dass ich dann nicht geschlafen habe. Aber egal. So. Ich glaube, wir machen erst wieder den kompletten Unterricht für heute. Und gehen dann auf die ganzen Missionen. Im letzten Part haben wir, oder in den letzten Part, beiden Parts, haben wir die Prep-Herausforderung gemacht. Und einen Speicherplatz dazu bekommen. Rechts davon ist noch was. Da ist ja noch was. Gut zu wissen, also geht's noch weiter. Meine Herren, wie groß ist denn die Stadt? Da ist jetzt eine Aufgabe, da ist eine Aufgabe, da ist eine Nebenaufgabe, da oben ist eine Nebenaufgabe. Ja, da werden wir uns dann, schätze ich mal, ja, nach dem Unterricht gehen wir da mal hin. Da müsste das auch passen. Jetzt warten wir erstmal hier, trinken einen Schluck, sehen mal, wie viel Geld wir haben. $138, haben wir doch schon einiges gemacht. Wir können doch hier mit Sicherheit was mit dem Skateboard machen. Ach ja, so, jetzt ist aber auch der Unterricht gleich da. Ich wollte mir nur die Zeit gerade ein bisschen vertreiben. Weil ich dann doch die Unterrichtsstunden vorziehe. Weil... Ja, oh nee, das ist Englisch. Ich sehe es kommen. Erdkunde? Ach du Scheiße. Entschuldigung, den Kraftausdruck. Good day, everyone. I'm Mr. Matthews, your geography teacher. I know you're all enthusiastic and ready to learn. Otherwise, why would you be? Oh Gott. Weise die Flagge vor dem Ende der Stunde den richtigen Staaten zu. Alt. Oh Gott. Schwer. Try again. Ach, das ist Irland. Irland. Irland ist da. Alter. Da. Wusste ich doch. Griechenland, die Pleitegeier. So. Spanien, da. Was soll das? Spanien ist da. Alter. Boah. Da. Da. Dänemark. Da. 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 Man muss die genau da drüber halten. Andorra ist da, ne? Nee, da. Dann ist Ukraine halt da. Meine Herren. Bin auch nicht allwissend. Sauber, Erdkunde. Das ist ja mal geil. Ach, und ich schätze mal, demnächst kommen auch noch andere Kontinente dazu. Ich schätze mal, so ist das irgendwie aufgebaut. Richtig geil. Schöne Mini-Aufgabe. Eiffelturm-Hut freigeschaltet, wer dann? Kleidung kaufen. Woolworth Cap. Nee. Nee. Polohemd. Nö. Haben wir nicht sowas? Nein, war. Ich hasse solche ärmellosen Dinger. Nee, solche Dinger mehr trage ich aber auch nicht gerne. Ein vernünftiges T-Shirt haben sie aber auch nicht, ne? Dann nehmen wir halt mal die Sportjacke. So, haben wir auch ein bisschen Geld für uns ausgegeben. Sauber. Da ist ein Botengang. Da ist ein Botengang. Botengang. Wo ist er? Ja, er braucht Toilettenpapier. Ja, genau. Verpisst euch. Mir gehört die Schule irgendwann. So,
Holt er jetzt Toilette? Ach, da ist es. Sauber, geh zu den Toiletten zurück. Also die Aufgaben finde ich richtig geil. Die sind richtig abwechslungsreich. Also ich langweile mich in diesem Spiel bis jetzt zu keiner Minute. Läuft auch einigermaßen vernünftig. Oh. Nein! Ich muss nicht pinkeln! Obwohl. Alter. Sauber. Sauber, sauber. Botengang erledigt. Passt doch. So, dann auf zum Unterricht. Mich würde echt interessieren, wann die nächste Englischstunde kommt, weil das ist das Einzige, was mir sauer aufgestoßen ist, dass ich da so schlecht drin bin. Gut, ich jetzt mal mit ein bisschen... Ach so, da vorne ist... Ich gehe doch in die Klasse. Mathe. Oh Gott. Ach, dieser komische, der den Englischlehrer so auf dem Kicker hat. Mathe. Beantworte die Fragen wie... So viele wie möglich, bevor die Stunde endet. 3 plus... 50 gleich,12 gleich. Was ist am größten? 8 plus 3 ist 12. You can do better than that. Hilfe, was ist am langsamsten? 120 gleich. Ich hab geraten. Boah, wie arm, was ist am schnellsten? Pay attention. 99 gleich 9 mal 11. 12 plus 9. 35 gleich 7 mal 5. Was ist am schnellsten? Wrong. Oh, da habe ich falsch geguckt. Wie viele Rechtecke? 1, 2. 3, 4, 5. Was soll das denn? 0,5 mal 34. Ist dann die Hälfte von 34? Das ist 17. Das ist 9. Was ist am schnellsten? Das eine war doch auch falsch. Gar. Was ist am höchsten? Welche Zahl ist am höchsten? Versaut, ne? Oh, sauber. Geschafft. Haha, ich dachte, ich hätte zu wenig. Boah, Mathe ist... Ich stehe zwar 2 in Mathe, aber nee. Watch and learn, suckers. Genie-Perücke freigeschaltet. So, das war der Unterricht wieder für heute. Auf in die Stadt. Nein, nix, Jimmy, verpiss dich. Ich bin hier nicht das Mädchen für alles. Hihi. So, auf in die Stadt. So, juhu, war ich nicht. Vor allem, wir sind so schnell wie die Autos. Wie realistisch. Jetzt machen wir mal ein paar Nebenaufgaben. Das ist was war da? War da irgendwas mit Rasenmähen, oder? Rasenmähen, Park 1. Meine ich doch. Machen wir das jetzt mal. Haben so, ey, so viel zu machen. Alles scheint irgendwie geil zu sein. War ich nicht. Was fahrt ihr mich auch an? So. Die Eier, kleine Gemeinheiten. Ne, wir gucken jetzt erstmal, was da hinten noch ist für hier diese Nebenaufgaben. Ach, verschwinde doch. Start, Zeitungsjunge, Intro. Machen wir das mal. Was immer das jetzt ist, jetzt so irgendwas mit Zeitung verteilen. Okay. Ah, so macht man das.
Stell die Zeitung in der erlaubten Zeit zu. Nein. Boah. Sauber. Man muss sich erst dran gewöhnen, aber... Sauber. Ist ja einfach. Halt's Maul. Hä? Da vorne. Piss dich! Du hast 3 neue Kunden. Wie Kunden? Boah, dieser Köter geht mir auf den Sack. Ach, seid doch ruhig, was gibt's denn sonst noch? Zeitungsjunge. Nee. Die Eier, Date auf dem Jahrmarkt. Was da vorne in der Richtung ist. Hihi. Scheiß Hund. Ich mag keine Hunde. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie einfach nicht. So, was denn als nächstes hier in der Nähe? Irgendwie gar nichts da, aber da vorne ist das Dollar-Symbol. Heißt, money, money, money. Okay. War ich nicht. So, was haben wir denn hier? Rasenmähen. Ja, genau. So. War ich nicht, war ich nicht. 70% soll ich dem Kerl hier mähen. Bah. Warum nimmt er mir denn Geld weg, wenn ich mal seine scheiß Blumen fahre? Dann soll er die doch nicht genau neben dem Rasen pflanzen. Nö. Wenn will ich auch so viel mähen wie möglich. Jetzt haben wir den Job, habe ich sowieso jetzt geschafft. Dann muss das ja eigentlich. So. Weil Zeit ist ja doch eigentlich relativ viel vorhanden. Drehen wir hier. Machen den Rest mal eben. Wo ist denn noch was? So, aber $25. Ja, dafür kann ich auch die Blumen bezahlen, die ich ihm vorhin kaputt gefahren habe. Ich schätze mal, jetzt haben wir sofort auch die nächsten. Oh, wir sollen zur Schule. Ja, machen wir mal. Jetzt haben wir ein paar Nebenaufgaben gemacht. Halt, da ist ein Gummiband. Her damit. Ja, ja. Sauber. Vorne ist die Bushaltestelle. Dann können wir da jetzt hingehen und auf zur Schule. Wir sind ein braver Schüler, wir kommen, wollen pünktlich wieder ins Bettchen. Und deswegen auf ins Bett.
Morgen ist ein neuer Tag, da können wir dann auch die Aufgaben in der Stadt dann machen. New Cheats? Ne, ich zocke hier nicht mit Cheats. Das mache ich nur, wenn schon. Nur, wenn ich ganz, ganz verzweifelt bin. Aber bei einem Blindspiel auf keinen Fall. So, speichern. Und alt. So. Dann ab ins Bett, komm. Ich will weitermachen. So, dann machen wir wieder den Unterricht. Und dann gehen wir wieder in die Stadt und machen die nächsten Aufgaben. Mich würde ja immer interessieren. Oh, schwarzes Brett. Das Pflücken der Blumen vor dem Mädchenschlafsaal ist untersagt, okay? Ja. Okay. Ja. Nichts Interessantes Neues. Mich würde ja mal interessieren, was passiert, wenn wir alle Fächer durch haben. Weil ich schätze mal, das passiert ja auch irgendwann, dass wir keine Fächer mehr haben. Oder wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben Zeugnis. Morgen Nachmittag. Ach so, wird das aufgeteilt. Das sind die Morgenfächer und das die Nachmittagsfächer. Und bis jetzt, wir sind nur in Englisch schlecht. Tja, kann man mit leben. Ein schlechtes Fach hat man meistens immer. Es sei denn, man büffelt wieder wie ein Bekloppter. Was ich aber auch nicht verurteile. Bei mir läuft das alles ganz super gerade. Oh, ein Botengang, ein Botengang, ein Botengang. Was willst du denn von mir? Was? Komm. Wait, kennst du, war ich nicht. War ich nicht. Wo ist denn der Unterricht jetzt? Hör auf mich zu schubsen. Unten, gut. Dann ist er da hinten. Und das ist... Chemie! Chemie 3 schon. Sauber, das ist doch nur mit WSAD, ne? Müsste ja eigentlich einfach sein. Oh! Very good. Carry on. Sauber. Auch ganz einfach eigentlich. Ja, bis jetzt stehen wir ganz gut bei ihm. Jetzt können wir Juckpulver herstellen. So, ein Schluck getrunken und weiter. Was können wir denn noch machen? Die Aufgaben sind alle in der Stadt. Das ist so ein bisschen hinderlich, wenn jetzt hier wenigstens auch welche auf dem Campus wären oder auf dem Schulgelände. Wir können ja mal eben speichern, wenn wir schon mal hier sind. Können wir eigentlich beim Direktor einfach reinplatzen? Nee, anscheinend nicht. Naja, egal. Ja. Und so, sauber. Ach, ich mache hier einfach mal einen Schnitt. Habe ich jetzt halt nur einen Part gezockt, aber das passt gerade von der Zeit. Ich bedanke mich fürs Zugucken und yo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.